Herzlich willkommen, Freunde und Aktive der OpenStreetMap-Community zum Nachmittagstreck. Bis jetzt haben wir OpenStreetMap ja alle als eine ernsthafte Anwendung kennengelernt, aber das werden wir jetzt ändern, denn OpenStreetMap stößt mit dieser Konferenz zum ersten Mal in den Daddelbereich vor. Und den Anfang mit dem Thema macht jetzt der Sascha Teichmann. Ja. Ich wünsche viel Spaß. Ja. Eins vorweg, es geht nicht um OpenStreetMap. Es geht um Mindtest. Es geht um künstliche Daten im Gegensatz zu den echten, gemessenen, erhobenen Daten. Kennt jemand hier im Raum Mindtest? Sagt irgendjemandem das irgendwas? Keiner meldet sich. Kennt jemand Minecraft? Ah, das sind schon ein paar mehr. Minecraft, das ist ein wunderbares Sandbox-Spiel. Man kann mit kleinen quadratischen, kubischen Würfeln von einer Kantenlänge von ungefähr einem Meter Welten bauen. Es geht sehr schön. Es ist ein schönes Spiel. Hat leider den Nachteil, dass es keine freie Software ist. Ich bin Freund von freier Software. Das liegt auch ein bisschen so an meinem Umfeld. Ich bin hauptberuflich Softwareentwickler und Softwarearchitekt bei einer Firma, die exklusiv freie Software macht. Innovation GmbH. Und wir sind so eine Herde von wirklichen freien Software-Nerds und irgendwie proprietäre Software kommt für uns auch so, auch in einem Privatvergnügen irgendwie nicht so wirklich gut an. Und da haben wir uns mal vor einiger Zeit so nach Alternativen umgeguckt und haben dabei Mindtest entdeckt. Mindtest ist, ich will jetzt nicht sagen Klon von Minecraft, aber ist doch ein sehr, sehr ähnliches Spielkonzept. Das ist freie Software, LGPL Version 2.1. Und seit ungefähr 2,5 Jahren spielen wir das sehr intensiv mit einigen Kollegen in der Firma. Ja, das ist wunderbar. Wir haben eine schöne Spielewelt. Ja, ich zeige sie mal ganz kurz. Ja, ich gehe mal auf den. Wir haben so einen Spielserver. Da ist ein Kollege von mir. Ich mache das mal ganz groß. Das ist unsere Spielewelt. Wir können hier bauen, verschiedene Dinge. Wir können miteinander reden. Es läuft natürlich alles auf Freizeitbasis. Nicht, dass Leute glauben, wir bei der Firma würden keine seriösen Dinge in unserer Arbeitszeit tun. Es ist ganz toll, man kann da schöne Sachen mitspielen, aber jetzt kommt die Bindung zur GIS-Geschichte. Unsere Firma beschäftigt sich eigentlich auch hauptsächlich mit einem der ihrer Dinge, die sie so tun, mit freier Software und vor allem auch Geoinformationssystemen. Und da kam so ein bisschen auch so der Wunsch auf, ja, es ist ja ganz cool, dass wir diese 3D-Welt haben, aber wäre auch schön, wenn wir eine schöne Karte dazu hätten. Ja, mit anderen Worten, gleich im Web, interaktiv. Ja, okay, gab es natürlich auch schon fertige Lösungen. Leute haben Kartenkomponenten für Mindtest gebaut. Aber wir mussten nach einiger Zeit feststellen, dass die nicht wirklich Spaß machen. Sie waren extrem langsam. Sie waren nicht echtzeitfähig. Also mit anderen Worten, die Anforderungen, die wir hatten. Also mit anderen Worten, wir spielen auf der Karte was und wir sehen sofort die Änderung, erfüllten diese Bedingungen nicht. Waren extrem ressourcenintensiv. Selbst bei kleinen Welten bräuchte man schon Rechner, die irgendwie im 16 oder 32 Gigabyte-Bereich waren, allein um Kartenmapping herzustellen. Das ist irgendwie nicht das, was wir wollten. Und da sind wir halt angefangen, ein eigenes Mapping-System dafür zu schreiben. Und das Resultat von diesem werde ich heute vorstellen, das ist MT Satellite. Also wir bewegen uns hier in der Spielewelt. Und auf der einen Seite, hier von mir aus, rechten Seite befinden wir uns in der Welt und auf der anderen haben wir eine Karte, die eine 2D-Ansicht auf dieses System bringt. Wir sehen hier verschiedene Spieler. Ich bin der hier vermutlich mal. Nein, das ist mein Kollege. Bin ich der? Bin ich es auch nicht. Wir stehen alle nah beieinander. Ja, ich näher ranzoome, sehen wir uns auch etwas näher. Ja, wenn es mal schnell gehen soll. So. So, einer davon bin ich, bestimmt. So, beweg mich mal. Man sieht, dass die eine Spielfigur sich auch jetzt bewegt. Ja, das wird aus der Spielerhandlung quasi herausgenommen und gleich in die Karte projiziert. Was man auch machen kann oder sehen kann, ich gehe mal hier runter, gehe mal ein wenig hier hoch. Ja, diese Treppe hoch, jetzt komme ich in diesen Bereich und ich kann jetzt hier Änderungen an dieser Welt vornehmen. Ich nehme mal einen. Wir sehen hier auf dem Punkt, ich bin jetzt hier an dieser Stelle, ja, kann jetzt hier was bauen mit einem kleinen Versatz. Wir haben das ein bisschen so austariert, dass der Server damit besser klarkommt.
wird das dann auch automatisch in die 2D-Karte übernommen. Ja, man sieht es dann auch. Können dann auch irgendwie weiter herumlaufen. So, um dieses System wird es gleich im Wesentlichen gehen. Ja. So, das ist der interaktive Teil. Ich kann nachher noch mal ein bisschen mehr zeigen, was so alles geht an Simulationen. Aber es sollte, glaube ich, einen ersten Eindruck davon liefern, worum es hier in dem Vortrag geht. Dann kommen wir zur eigentlichen Präsentation. Wie schon gesagt, oben ist das Symbol für meinen Test. Ja, das ist eine Klötzchenwelt. Den Client haben wir jetzt auch gerade schon gesehen. Es handelt sich um einen Leaflet-Client. Also die meisten von denen hier anwesend dürfte Leaflet ein Begriff sein. Das ist ein Slippy-Map-Karten-Client, der teilbasiert quasi Karten an den Webbrowser mithilfe einer sehr kleingewichtigen JavaScript-Engine quasi darstellenderweise ausliefert. Unten drunter sehen wir einen Gopher. Das war auch noch so ein kleines Nebenexperiment, das wir an der Stelle gemacht haben. Und zwar, was die Programmiersprache angeht. Sagt jemand die Programmiersprache Go etwas? Auch nicht die meisten. Das ist eine relativ neue Programmiersprache aus dem Jahre 2009. Von den Altvorderen Rob Pike, Ken Thompson und Robert Grismer. Das sind so die Herren, die so im Bereich Unix, Plan 9, kennen die einen oder anderen vielleicht auch schon mal UTF-8 und sowas, alles so gemacht haben. Diese Programmiersprache zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass sie sehr gute nebenläufige Programmierung unterstützt vom Sprachkonzept her. Und ein Experiment, das wir jetzt halt machen wollten mit halt der Umsetzung von MT Satellite, so heißt übrigens das Ganze, habe ich glaube ich noch nicht erwähnt gehabt, war halt zu schauen, wie das Konzept der Nebenläufigkeit sich gut effektiv mit Geoinformationssystemen vereinbaren lässt. Denn prinzipiell, das sollte eigentlich so manchem irgendwie klar sein, ist Raum etwas, was man sehr gut räumlich auch zerlegen kann, also Raum als Kriterium. Also wenn auf der einen Ecke der Welt was passiert, kann das parallel de facto dazu passieren, wenn es auf der anderen Ecke passiert. Also wenn jemand irgendwie Bergbau auf der einen Seite betreibt, kann die Datenverarbeitung auf der einen Seite unabhängig davon funktionieren, als wenn einer seine Blümchen gießt auf der anderen Seite. Ja, und das Experiment war, wir haben jetzt moderne Multiprozessorsysteme mit sehr viel Leistung, durch entsprechende Unterstützung dieser Sprachkonzepte, den Prozess der Kartenerstellung durch die sprachinhärenten Features zu beschleunigen und auszuloten, wie gut das Ganze funktioniert. Das war so der technische Teilaspekt, der uns in der Umsetzung daran interessiert hat. Okay, wer sich das übrigens das Beispiel, das ist live im Web zu sehen, irgendwie angucken will, findet unter dem der unten angegebenen URL maps.mt.shabang.de das entsprechende Live-Mapping. Ist quasi permanent online. Also wir haben den Service auch gleich so eingesetzt, dass er wirklich auch als skalierender Service funktioniert. Also nicht nur als kleine Lösung zum Spielen, sondern wir wollten echt mal sehen, was ist, wenn wir jetzt mit 30, 40 Client auf das System zugehen. Die Anforderungslast an den Client steigt natürlich dann, weil er mehr Kartenteils ausliefern will. Das haben wir durchaus ernst genommen und wollten auch wirklich wissen, ob das, was wir da gebaut haben, auch wirklich dem großen Druck standhält. Also insofern, wenn Sie Lust und Spaß haben, können Sie sich gerne auf diesem Server mal ein wenig umschauen. Das QR-Ding, man ahnt es vielleicht, ist die URL. Also insofern. Okay. So, noch ein paar Worte zu Mindtest. Ich habe schon gezeigt, das ist so ein Minecraft-ähnlicher Klon. Ist 2010 entstanden von einem Finnen namens Perttu Ahola. Er nennt sich Celeron 55. Ist leichter auszusprechen, denke ich mal. Seine Anforderung war insbesondere, er wollte was Leichtgewichtigeres bauen. Minecraft selbst ist in Java geschrieben. Dürften die meisten Leute ja kennen, dass die Ressourcenanforderungen an Java doch relativ hoch sind, gerade in Bezug auf Speicherverbrauch. Er wollte ein System bauen, das leichtgewichtiger ist, weniger Speicher verbraucht und auch leichter im Wesentlichen zu erweitern ist. Also er hat sich gedacht, okay, wir bauen Minecraft-ähnliche Engine, die komplett in C++ geschrieben ist und dann mit Hilfe von Lua-Script erweitert werden kann. Die ganzen Erweiterungen in Minecraft selbst sind auch in Java geschrieben. Gut, es gibt Extensions, die andere Sprachen erlauben. Die Idee ist aber eigentlich nur ein Rahmen-Framework zu haben, in dem man halt seine eigenen Spiele integriert. Leute, die frisch von Minecraft auf Mindtest kommen, sind erstmal erschrocken, wie wenig Mindtest von Haus aus kann.
Ja, oh, ich habe keine Monster, ich kann nicht verhungere nicht oder verschiedene Dinge geht's als nicht. Das muss man sich als Modul quasi dazu installieren, um dann ein vollwertiges Spiel zu haben. Wenn man sich auf der Welt so die verschiedenen Mindtest-Server mal so anguckt, ist das auch sehr, sehr heterogen. Also es gibt, man kann bei YouTube mal gucken, so Aufzeichnungen von verschiedenen Inkarnationen von Mindtests, die fallen alle sehr unterschiedlich aus. Zum Beispiel nehmen wir jetzt MT Satellite. Es hat uns sehr überrascht, dass diese Software relativ schnell von der Community auch angenommen wurde. Und insofern finden sich auch inzwischen auf YouTube einige Videos, die dieses Webmapping-System auch direkt irgendwie haben. Gerade in Frankreich, bonjour, ich will die Leute da mal grüßen, gibt es einige öffentliche Server, die das auch wirklich benutzen. Wenn man sich da die Let's Play-Geschichten anguckt, das sieht schon ziemlich anders aus, als was Sie hier gerade gesehen haben. Spezielle Rüstungen, die Leute dann haben. Also ist im Wesentlichen dadurch entstanden, dass die Leute halt verschiedene Modifikationen in das System installiert haben. Und das ist auch ganz bewusst so. Technisch noch als Randbedingung, das Ganze ist im 3D-Bereich auf der Irrlicht-Engine aufgesetzt. Ich habe mit großem Vergnügen gesehen, dass im Anschluss noch ein OSM-Talk irgendwie über das Rennen von Autorennen, über Tux Car Tracer war es, glaube ich. Die benutzen diese 3D-Engine auch. Das nur als Randbedingung. So, was ist das Ganze? Ja, ich sollte mal noch mal in das Spiel gehen. Pardon. Ja, wenn ich mal auf der Karte so rauszoome, ja, die ganze Landschaft ist artifiziell. Sie wird zufallsgeneriert. Perle Noise als überlagerte Schwingungen von dienen dazu, verschiedene Landschaftsformen zu generieren. Die Welt wird erst generiert, wenn man quasi zu einem gewissen Ort halt vorstößt. Also insofern fängt man eigentlich mit einer leeren Welt an und je länger man da spielt, je weiter man sich in die Welt nach draußen bewegt, umso mehr Landschaft entsteht an der Stelle. Das sieht man auch so ein bisschen in der Grobübersicht. Diese langen Fäden, die hier so existieren sind, da hat einer mal sehr viel Zeit gehabt und wollte mal ans Ende der Welt laufen in die verschiedenen Richtungen. Erst in dem Moment, wo ich quasi einen Raumsektor betrete, wird dieser dann auch wirklich erzeugt. So, dann gehen wir in die Präsentation zurück. Das Ganze wird häufig als Voxel bezeichnet, Volume Pixel. Es ist nicht ganz präzise im technischen Termini. Also es ist natürlich irgendwie eine Point Cloud, wenn man so betrachtet. Man hat irgendwie so solche Kuben von einem Meter, ja, die man so als räumlichen Datenpunkt betrachten kann. Aber Voxel meint in der Praxis eigentlich noch ein bisschen was anderes. Aber nichtsdestotrotz, der Begriff findet da Verwendung. Zur Verwaltungseinheit von diesem ganzen Zeugs. Das Ganze besteht aus einzelnen Meta-Einheiten. Bei Minecraft heißen sie Blocks. Das Äquivalent ist Node bei Mindtest. Jeweils 16 davon in jede Raumrichtung geben bei Mindtest einen Block. Also etwas verwirrend an der Stelle. Und das ist so eine Persistenzeinheit in dem Gesamtsystem. Also insofern so ein insgesamt 4096 quasi Nodes, Raumeinheiten, also von diesen, bieten quasi eine Einheit, die quasi in der Datenbank verwaltet wird. Das bedeutet, es ist so eine Mischung sowohl als Geometriedaten, die Geometrie ist in diesem Fall die Punkte, plus Attributdaten. Das ist, ich bin Sand, ich bin hell angeleuchtet, durch mich fließt Wasser durch, irgendwie hier wächst ein Kaktus mit einer gewissen Rate. Also die, was man in klassischen Geoinformationssystemen als Attribut oder Sachdaten bezeichnet, ist dann quasi mit an diese einzelnen Raumobjekte hinangeklebt. Das Ganze wird räumlich aufgelöst, insgesamt mit 12 Bit pro Dimension, also ein Integer-Wert, der quasi diese Blöcke aufnummeriert jeweils. Sowohl X, Y als Z Richtung. Wir haben dann nochmal so einen großen Raumkubus, der effektiv dann, man mag sich das mal ausrechnen, in der Kantenlänge ist es dann ungefähr, wenn man das voll ausdehnen würde, hat man so, wenn man das in Metern multipliziert, so 65 Kilometer in jede Richtung. Ja, ein Unterschied zu Minecraft. Minecraft ist in der Höhe limitiert, da ist es meines Wissens, ich habe es heute Morgen noch mal im Wiki von Minecraft nachgeguckt, hat man irgendwie in Blöcken, die Blöcke als solches, also sind in Chunks dann, solche Chunks sind halt diese einzelnen Blöcke, bei denen sind 256 Einheiten hoch, also die sind in der Höhe sehr stark limitiert. Diese Art von Limitation gibt es bei Mindtest nicht, also man kann doch schon sehr, sehr hoch bauen im Gegensatz zu Minecraft. Aber auf der anderen Seite ist man quasi, was die flächige Ausdehnung angeht, stärker eingeschränkt. Also wenn Sie spontan auf die Idee kommen sollte, irgendwie die Ukraine irgendwie abbilden zu wollen in Mindtest, werden Sie ein Problem bekommen mit dem aktuellen Koordinatensystem. Also Sie können irgendwie
mit effektiv ja, begehbaren 61.000 Meter in jede Richtung nicht beliebig große Raumabschnitte darstellen. Das ist der aktuelle Stand. Gegebenenfalls ändert sich das irgendwann im Laufe der Zeit. Es ist durchaus möglich, dass die Leute dann irgendwie auch mal größere Raumabschnitte so machen. Zur Zuordnung, irgendwie das klassische XYZ-Koordinatensystem ist so aufgespannt, dass man XZ ist quasi die Fläche und entsprechend die Y ist die Höhe. So, das Ganze ist so in der Datenbank und da kommen wir zu dem Punkt, warum ist das Ganze so langsam? Also die Originaldaten, denen fehlt der entscheidende Punkt des Raumbezugs, insbesondere des Spatial Index. Ein Begriff sollte dem einen oder anderen aus dem Geobereich schon mal was sagen. Also ich will effektiv aus einem Raumbereich genau das haben, was ich effektiv sehe. Ich will nicht effektiv die komplette Datenbank durchlaufen müssen, um zu sehen, okay, ist mein aktuelles, was ich sehen will, wirklich in dem Bereich, den ich brauche, um zum Beispiel Kacheln zu generieren. MT-Satellite bezieht insbesondere seine Leistung daher, indem er halt im Wesentlichen einen Spatial Index ergänzt und in den Datensatz hinein. Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit gehe ich jetzt nicht in die Details ein. Ich bin sicherlich im Anschluss auch an Fragen und Details interessiert. Von der Architektur ist das Ganze so gebaut, dass wir die eigentliche Datenbanklogik aus dem Mantis-Server herausgezogen haben und einen sogenannten Redisolize-Server gebaut haben. Mintest selbst unterstützt verschiedene Backends, die da wären im Wesentlichen eine SQLite-Datenbank, eine LevelDB und halt eine Redis-Datenbank. Die SQLite-Datenbank und die LevelDB sind halt in Prozess und können von außerhalb des Mintest-Prozesses nicht wirklich angesprochen werden. Deswegen haben wir uns dafür entschieden, eine Abstraktionsschicht einzuführen, die einen Redis-Server simuliert. Ja, der Mintest-Server ist so konfiguriert, dass er denkt, er würde in Wirklichkeit mit einem Redis-Server sprechen. Sagt Redis irgendwie jemand hier was? Das ist so ein Key-Value-Store, wo im Wesentlichen abgebildet wird von, also in diesem Fall Koordinaten auf Block. Ja, da schieben wir uns dazwischen. Wir tun einfach so, als seien wir ein Redis-Server, aber an der Stelle hängen wir uns halt ein und bauen halt im Wesentlichen den Spatial-Index in das Ganze rein. Hat dann auch die Möglichkeit, dass wir diese separate Datenbank, die dann läuft, hernehmen können, um klassische Prozesse fürs Kartengenerieren anzuschießen. Wir sehen zum Beispiel, dass wir eine Seeding-Komponente haben, obwohl das eine ja voll krass 3D-interaktive Geschichte ist. Das meiste davon in täglichen doch relativ statisch. Insofern ist so die Logik, die man auch bei normalen Karten, also mit natürlichen Karten hat, man seedet das Ding einmal vor und updatet dann nur noch die Deltas, auch hier direkt anzuwenden. Wir reden dann mit unserem Redisolize-Server, der dann effektiv im Dateisystem Tiles vorgeneriert. Auf der anderen Seite haben wir noch einen speziellen Webserver geschrieben, der über Änderungen in der Datenbank Notifikationen bekommt und das koordiniert. Also mit anderen Worten, wenn jemand irgendwas gebaut hat, muss ja die entsprechende Kachel oder die Kachelpyramide genau genommen an der Stelle ja regeneriert werden. In dieser Richtung, diese Aufgabe, die Koordination des Updates des Vorgerenderten übernimmt dann die entsprechende Webserver-Komponente. Das Ganze wird dann entsprechend rausgeliefert. So, das sind technische Details. Gerne auf Rückfragen da halt entsprechend mehr. Ich glaube, ich bin jetzt zeitlich schon irgendwie am Limit. Da gibt es eine ganze Menge zu erzählen. Das sind alles technische Details. Das meiste habe ich davon auch erzählt. Obendrauf liegt im Wesentlichen Leaflet. Das wollten wir noch irgendwie erwähnen. Hat halt den Vorteil, eine sehr einfache JavaScript-API zu sein. War hervorragend dafür geeignet. Das Einzige, was man irgendwie anpassen musste, ist dem ein neues, eine neue Projektion beizubringen. Also eine klassische Mercator-Projektion etc. ist das einfach nicht. Das ist irgendwie ja so ein würfelartiges, lineares System, das seine eigene Indizierung hat. Kann man aber in Leaflet entsprechend nachführen, so dass das entsprechend auch funktioniert. Nochmal zu Go zurück. Das war ja unser technischer Task, den wir da erledigen wollten. Es stellt sich heraus, dass das, was wir eigentlich schon angenommen hat, dass es funktioniert, dass die räumliche Zerlegung eine gute Möglichkeit ist, auch irgendwie konkurrierende Prozesse darzustellen, dass das sehr gut funktioniert. Dieses System, das wir gebaut haben, skaliert mit der Anzahl der CPU linear. Also das komplette Vorrendern der Karte kann mit entsprechenden Workern durchlaufen und diese Datenbank, die da drunter liegt, ist ungefähr 3 GB groß, irgendwie vom Volumen her, die wird in 5 Minuten komplett geseedet. Updates sind im Subsekundenbereich.
Je nachdem, wie viel, natürlich ist Aktivität da und es ist natürlich auch ressourcenlimitiert, aber gerade dieser Aspekt der Parallelisierung durch konkurrierende Modellierung, den konnten wir an der Stelle gut nachweisen. Und ich denke, das ist auch so eine Art Message, die man mitnehmen kann für andere echte Geoprojekte, ist, dass diese Art der Denke an Geoprocessing heranzugehen durchaus etwas ist, was funktioniert. Gut, es sind jetzt artifizielle Daten, aber so betrachtet, es hat jetzt strukturell schon gewisse Ähnlichkeit mit anderen Point-Cloud-Daten. Also wenn einer Überflugsdaten hat, LIDAR-Daten hat etc., die kann man in ähnlicher Art und Weise prozessieren. Das ist effektiv auch, was man irgendwie in Zukunft mal ausprobieren sollte. So, jetzt. Fazit ist gut, es ist toll. Eine Frage an die Zukunft, die ist da noch zu stellen. Wir haben also ein paar Annahmen getroffen, wie zum Beispiel, ja, wir nutzen diese Redis-Schnittstelle. Seitens des Mindtest-Projekts gibt es keine Garantie darauf, dass diese API wirklich stabil ist. Also insofern könnte es uns irgendwann zerbrechen. Wir versuchen das nachzuziehen und entsprechend die Änderungen vorzunehmen. Es gibt natürlich auch Wünsche. Das ist jetzt eine einfache Kartenansicht, die wir jetzt haben. Was zum Beispiel auch in der Minecraft-Community relativ beliebt ist, sind isometrische Darstellungen, also schräg von draußen, dass man irgendwie den 3D-Aspekt rausarbeiten. Das wäre jetzt eine der Dinge, die wir gerne auch noch implementieren würden. Hängt natürlich alles so ein bisschen von unserer doch knappen Freizeit ab, denn im Wesentlichen ist es ein Freizeitprojekt. Wer daran teilnehmen will, wir sind da offen. Wir haben schon 2, 3 Patches aus der Community bekommen. Auf Bitbucket liegt ein Repository. Wir hoffen, dass es weitergeht. Ja, ich glaube, ich bin soweit durch. Vielen Dank. Das war in Kürze das, was ich zeigen wollte. Bitte ja, schön. Vielen Dank, Sascha. So, und wie sieht's aus? Wir haben jetzt noch 5 Minuten Zeit für Fragen. Auditorium, bitte Hand aufzeigen, wer Fragen hat. Da vorne, okay. Ich habe das nicht verstanden. Warum könnt ihr nicht auf eine interne SQLite-Datenbank zugreifen? Können wir auch. Du hattest gesagt, dass, weil die in-process wäre, würde das nicht direkt gehen. Sagen wir so, es ist zurzeit, liegt es ein bisschen an der Art und Weise, wie der Mindtest-Server gebaut ist. Der lockt das nicht richtig. Wenn man ein bisschen, da arbeiten die unter anderem dran und patchen das. Aber selbst das ist, das wissen wir aus anderen Projekten heraus, nicht unbedingt eine gute Idee, eine SQLite-Datenbank konkurrieren von mehreren Prozessen irgendwie gleichzeitig zu haben. Das ist etwas hakelig teilweise. Also da in Echtweltprojekten ist uns das auch schon mal durchaus passiert. Zumal, das ist bei den vielen Folien, die ich jetzt übersprungen habe, so ein bisschen untergegangen. Hat sich herausgestellt, wir haben alles gegeneinander gebenchmarkt. Wir haben verschiedene Backends ausprobiert. Wir haben halt festgestellt, dass mit der speziellen Indexart und Weise, Stichwort fraktale Spatial Indices, Set Order, auf einer Level-DB, dass wir die beste Performance da erreicht haben. Und wir wollten halt diesen Aspekt der Modellierungsmöglichkeit, ein separates Backend zu benutzen, halt aus der eigentlichen Komplexität des Mindtest-Servers herausnehmen, um halt da den Freiheitsgrad zu gewinnen, zu schauen, was ist eine gute Modellierung, um die Aufgabe, sprich irgendwie große Kartengenerierung, schnell, effektiv von der Aufgabe zu trennen, quasi die Spielsimulation zu treiben. Das war übrigens auch eine der Randbedingungen, die irgendwie hatten. Wir wollten ein System bauen, das hatten wir jetzt vielleicht am Anfang ein bisschen, dass das Spiel nicht beeinflusst. Das ist halt nach wie vor ein 3D-Echtzeitspiel, ja. Es sollte nicht so sein, dass, oh, ich muss jetzt erstmal intensiv darüber nachdenken, diese Karte zu generieren und da ist ein tierisches Leck da drin und keiner mag mehr spielen. Das war mit Designkriterium, dass das eben nicht auftreten darf. Und um all diese Entkopplungsaspekte umzusetzen, haben wir uns dann dafür entschieden, das aus dem System herauszuziehen. Ja, weitere Fragen? Ja, hallo. Habt ihr da Probleme mit dem Caching gehabt, der Teils, oder ist das das, wo ihr Leaflet so weit aufgebaut habt, dass die auch die tatsächlich direkt im Webbrowser angezeigt werden und der Webbrowser nicht denkt, ach, das Bild, das kenne ich ja schon. Das war in der Tat ein etwas klebriges Problem. Leaflet hat so seine eigene Vorstellung davon, was Teil-Caching im Browser angeht. Dann gibt es noch die Ebene des Browsers. Ich weiß schon, wie das aussieht. Da haben wir aber einen Weg gefunden, um das Problem nachher zu lösen. Also es war ein technisches Detailaspekt. Ja, aber Probleme hat uns das de facto nicht bereitet. Eine kurze Frage, kurze Antwort können wir noch zulassen. Nicht mehr der Fall. Okay, dann nochmal vielen Dank. Wir sind in 5 Minuten wieder da.